Im kleinen Saarlandsbach im nördlichen Mühlviertel befindet sich der Bauernhof von Familie Lang. Vater Bernhard, Gemeindearzt des Ortes, übernahm das alte Anwesen und machte aus ihm eine auf mehrere biologische Lebensmittel spezialisierte Produktionsstätte. Für ihn steht fest, je breiter das Angebotsspektrum, desto weniger verwundbar ist er gegenüber starkem Preisverfall in einem seiner Bereiche. Wir schauen eben, dass wir da einen Kreislauf zusammenbringen. Einerseits die Tiere, andererseits die Acker, Heilkräuter, Gewürzpflanzen. Wasser haben wir sehr viel am Grund, dass man Fischteiche macht. Es ist natürlich auch mehr Arbeit und erfordert mehr Know-how, ist mehr Risiko, aber das Risiko ist gestreut. Sohn Markus steht dem Eintritt seines Vaters in diese Branche sehr positiv gegenüber. Für ihn ist es nicht ungewöhnlich, heutzutage noch als junger Mensch Interesse an der Landwirtschaft zu haben. Engagiert verfolgt auch er die ökologischen Ziele des Betriebes. Für mich gibt es keine Alternative zur biologischen Wirtschaftsweise, weil ich einfach finde, dass man den Tieren alles ermöglichen sollte. Und für mich ist einfach wichtig, dass ich neue Wege auch in der Tierhaltung gebe oder auch moderne Wege, gerade was die Freilandhaltung angeht. Und dadurch eben auch bei den Konsumenten bzw. auch bei den Berufskollegen zum Umdenken aufzeigen. Um eine bestmögliche Qualität ihres Fleisches garantieren zu können, ist der Familie eine möglichst stressfreie Schlachtung des Viehs wichtig. Ganz lässt sich die Nervosität der Tiere allerdings nicht vermeiden, da das Gesetz zur Tötung und Weiterverarbeitung einen eigenen Schlachthof vorschreibt. Man kennt da einen Qualitätsunterschied vom Fleisch her. Also es ist, ob das Tier einen Stress gehabt hat vor der Schlachtung oder nicht, das kennt es bei jedem Fleisch. Und darum glaube ich auch, dass das in Zukunft sicher irgendwann einmal kommen wird, dass man wieder am Hof schlachten darf. Oder dass man es zumindest am Hof nur betäuben und stechen darf, das Tier, und dann erst zur weiteren Verarbeitung in einen hygienischen Raum muss. Ein Problem des Mühlviertler Bodens ist der Mangel an Spurenelementen. Dieses Defizit gleicht die Familie jedoch durch das Streuen von Steinmehl auf den Äckern aus. Für den Anbau von Heilkräutern ist dieser Vorgang aber ganz und gar nicht nötig. Wir haben hohe Unterschiede zwischen Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, was auf das Aroma einen guten Einfluss hat, als wie Gegenden, die in der Nacht da sehr heiß sind im Süden. Das Zweite ist, wir haben genug Feuchtigkeit und wir haben eigentlich die idealen Böden dazu. Am Hof der Familie befindet sich noch vieles im Bau und kostet Nerven. Bereut hat Bernhard Lang den Einstieg in das harte Landwirtschaftsgewerbe parallel zu seinem Beruf als Arzt allerdings nie. Besonders die Aussicht auf die Übernahme des Betriebes durch seinen Sohn stimmt ihn glücklich und zufrieden. Ich bin sehr stolz auf meinen Sohn und auch auf seine Freundin, die Christiane, dass die das da weiterführen, dass die da arbeiten und dass hier das Leben in Fülle entstehen kann für nachfolgende Generationen, aber auch für die Tiere da und für die Natur da in der Gegend. Und das ist für mich, die werden ihr Leben lang Arbeit haben, das ist was sehr Wichtiges, aber sie werden auch zu essen haben, gut zu essen haben und sie werden Energie haben. Und wenn das Ganze dann so läuft, dann macht es Sinn.